Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 Report of Souls. Ja, eine weitere Folge. Diesmal kurz mit dem Hexendoktor. Ich bin gerade am Kauderwelschstein suchen, aber habe ihn natürlich nicht gefunden. Und dann wird's gedacht, weil ich ja bald Level 70 bin, werde ich jetzt ein bisschen spielen, bis ich Level 70 bin. Das wird wahrscheinlich eine oder zwei Stunden gehen. Dann, naja, vergeuden wir keine Zeit. Ja, die Skillung ist so. Ich habe jetzt Nachtmahl mit, also Nachtmahl genommen, so ein Zombie-Meister. Weil die 20% mehr Leben sind eigentlich nichts, im Gegensatz zu 50% erhöhter Schaden. Und ich mache manchmal 1.100.000 der Crits. Also richtig OP. Aber ich spiele immer noch normal, weil ich einfach die Gegner manchmal hasse. Das ist ein richtig fiese Ding haben. Ah, jetzt habe ich eine 1 Million gemacht, habt ihr es gesehen? Ja, weil ich es nicht mag, wenn sie so viel Leben haben. Aber ich könnte eigentlich jetzt wieder erhöhen, damit es ein bisschen spannender wird, weil die Gegner sind so schwach geworden. Erhöhen. Einfach schwer, mehr geht glaube ich nicht. Nein, so. Müssen wir nachher das Spiel noch kurz zurück. Kurz verlassen, wieder neu reingehen. So. Ja, der Hexenmeister, der hat mich irgendwie positiv überrascht. Er macht jetzt fast mehr Spaß als der Barbar, aber das liegt auch, dass er gute Items hat. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich da zwei Unique, also eins ist ein Set. Oh nein, das ist auch ein Unique Set, war der Gockel, den ich hatte. Der Frosch ist ein Unique, also ein Legendary. Ich sage immer noch Unique, weil ich einfach nur Unique sage von Diablo 2 noch her. Ja, eben, und der ist richtig geil. Also so etwas von OP. Vor allem die Mana-Regeneration finde ich, also ich weiß nicht, sie ist nicht so stark, aber es hat zweimal Mana drauf. Es hat sehr viel Schaden, Grundschaden, es hat sehr viel Intelligenz drauf und kritische Trefferchance ist sehr wichtig, um 7% erhöht. Das ist doch mal richtig OP. Aber es gibt natürlich viel bessere Items, aber eben, für den Anfang ist doch das richtig gut. Eine perfekte Attacke. Ja, und ich hatte früher den Sprüh, den Gifthauch da. Und jetzt habe ich den hier. Ich hatte zwischendurch noch die Plage da, die Mücken. Ja, jetzt kann ich es gar nicht öffnen. So, noch einen Gegner. Euer Geist soll frei sein. Das ist der da. Oh, 7.855.312 EP. Nicht schlecht. So, noch ein paar Sachen öffnen. Ah ja, diese Fleischbehälter sollte man eigentlich nicht mehr öffnen. Das ist ja mal wirklich das Schlechteste, was Blizzard je gemacht hat. Einfach mal diese genervt. Zu 0%. Da kommt kein Item mehr raus. Kein Item mehr. Nur weil die Leute, die hobbylosen Suchtis, die ganze Zeit diese Truhen geplündert haben. Also diese Behälter. Fleischbehälter. Ich brauche mehr Mana. OP. Da habe ich eine Wunderwaffe. Die machen extrem viel Damage pro Sekunde. Und die werden später noch viel stärker. Also noch viel stärker. Und das macht eigentlich den Beschwörer Hexendoktor zum mächtigsten aller Charakterklassen. Und das ist das gewesen. Ich weiß es nicht. Aber man braucht ein Set, wo die per Moment da sind, außer sie sterben natürlich. Und ich finde immer diese Arten des Todes, die waren doch in der Beta so extrem selten. So,
weil hier in der Westmark, in der Altstadt, eben manchmal ein Händler ist mit Plänen, die will ich unbedingt haben, zur Vervollständigung und so. Machen wir noch kurz die Altstadt. Und eventuell nachher noch die das Adelsviertel, also wir gehen wahrscheinlich weiter zum Friedhof und dann machen wir Adelsviertel. Ah, wir könnten sogar zum Pesttunnel gehen. Weil wir dort ein Event haben. Und eine Ding. Eine prächtige Truhe. Okay. Einfach so mal am Start von einer Map. Irgendwie ist das nicht ganz balanciert und die Performance ist momentan auch nicht so balanciert. Ich habe manchmal FPS-Einbrüche. Wahrscheinlich viele Fraps, aber ich will nicht immer Fraps Schuld geben. Darum, es ist Diablo! Es ist unbedingt Diablo! Es muss Diablo sein. Es ist Diablo! Es ist Diablo! Nein, es ist Blizzard. Diablo hat gar nichts dafür. Blizzard hat 13 Jahre alte Spiele immer noch im Handel für 15 Euro. Da denke ich, what the fuck? Die Spiele sind 15 Jahre alt und die kosten noch irgendwas. Okay, sie werden immer noch im Handel an, also nicht im Handel, sondern im Battle.net angeboten. Aber da frage ich mich, wieso sollte ich für Warcraft 3, nein, ich will nicht da rein, wieso werden die noch für 15 Euro verkauft? Schenkt die doch uns endlich mal. Nein, aber ein Game von 1992 oder so, The Lost Vikings, also alle drei Teile, ich glaube es sind drei, werden kostenlos jetzt angedingt. Nach ungefähr 25 Jahren. Nein, nicht 25 Jahre. 22 Jahre oder so, weiß ja nicht. Vor allem, wie Abzockerei muss noch werden. Zuerst EA Games, dann Ubisoft, dann Blizzard, dann Bethesda Studios. Oh Gott. Ja, Bethesda Softworks, die haben mit ESO extrem viel falsch gemacht. Die verlangen 13 Euro pro Monat. Und für ein Game, das nicht mal fertig ist, wo extrem langweilig ist, nur auf Quests basiert und so irgendwas. Und dann bekommen sie noch Höchstwertungen von den Ding, wo wahrscheinlich auch sehr viel Geld im Spiel steht und so weiter. Also ja, es ist ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. So. Und ja, da fühlt man sich wirklich ein bisschen, ja, von diesen mächtigen Firmen verarscht. Die zocken uns ab, geben aber denen Zeitschriften und ja, Wertungswebseiten und so viel Geld, dass wir eben Steuern zahlen, also steuerlich zahlen müssen, nicht über Steuern, sondern übers Kaufen, oder? Und dadurch ja, so eigentlich hinterzogen werden. Wenn ich ein Online-Rollenspiel machen würde, ein MMORPG, dann würde ich das besser machen als World of Warcraft und ESO zusammen, also wenn ich die Zeit hätte, natürlich. Aber ich würde es für euch natürlich größer machen als die zwei und vielleicht auch besser und alles Mögliche. Und dann nicht monatlich irgendwas verlangen, sondern ich sage mal, es gibt zwei Versionen oder drei Versionen und je mehr ihr wollt, desto mehr müsst ihr auch zahlen. Dann seht man, da müssen eigentlich nur die, die richtig suchten wollen, zahlen. Und nicht einfach, ich spiele jeden Monat zum Beispiel eine Stunde. Also, ich könnte nicht niemals World of Warcraft spielen, ich könnte niemals ESO spielen, weil ich gebe doch für eine Stunde pro Monat nicht 13 Euro aus. Das ist für andere, für Sucht ist viel wichtiger. Aber die wollen auch nicht unbedingt immer zahlen. Also ja, die haben es natürlich besser.
Wir haben sehr viele Stunden und müssen dann ja nur 13 Euro zahlen im Vergleich. Aber eben, so eine riesen Abzocke, was das ist. Dann hat sich ja auch Free-to-Play so extrem ja, etabliert, oder wie das heißt. So, bla 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 bla. Ah, hier habe ich eine Ding über 2000 Schaden Ding und die hat nicht mal Hauptattribut dabei, also wenn Geschicklichkeit dabei wäre, dann wäre sie richtig OP, aber das kann man auch ändern mit dem Dämonenjäger. Bewahre ich mal auf. Ich spiele momentan keinen Dämonenjäger. Mein Headhunter, glaube ich, heißt er, ja. Und der heißt Necro oder was. Ich spiele Necro, dann. Necro oder was, hä? Blizzard, wieso machst du kein Necro? Wieso machst du auch kein Druide, hä? Wieso machst du das? Wieso hast du das Problem? Wieso machst du das nicht? Ich hab alles voll. Blizzard, wieso machst du nicht größere Kisten, hä? Bei Path of Exile kann man das wenigstens noch nachkaufen. Aber hier, wieso machst du nicht größere Kiste, hä? Spinnest du? Spinnst du? Ich mach weiter. Also, da haben wir schon mal sehr viel Erfahrung bekommen. Wir brauchen nicht mehr lange für Level 69. Und mein erstes Unique sollte auch mal bald kommen. Hoffentlich. Von diesem Tag. Und ihr seht's. Ja, ich bin irgendwann im Mitten der Nacht irgendwie ein bisschen wach. Und ja, kann ich mehr schlafen, bin so topfit. Ich habe zu viel Fußball gespielt, da bin ich immer so extrem auf 180. Und jetzt, ja, bin ich halt am Aufnehmen in der Nacht, wieso nicht? Oh, eine Falle hätte ich jetzt niemals gedacht. Ja, wenn ihr Bock habt, kann ich mal ein paar Challenges anfangen. Zum Beispiel hier bei Diablo 3. Oder bei Minecraft oder sonst irgendwo. Und werde ja eure Vorschläge mal annehmen. Wenn ihr irgendwas, eine Challenge habt für mich, dann könnt ihr das Ding. Also zum Beispiel blind spielen. Das geht jetzt bei Diablo 3 nicht so gut. Aber bei Minecraft wäre das sehr amüsant, wenn man zum Beispiel mal Holz suchen muss. Richtig suchen. Also so richtig blind spielen wäre zum Beispiel eine Challenge. Oder ohne Maus spielen. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Aber ohne Tastatur spielen. Geht. Kann man die... Nein, die kann man nicht. Ah, doch, man kann sie einsetzen, genau. Ohne Maus spielen. Das spiele ich jetzt mal ein bisschen ohne Maus. Ja, das war ein bisschen vergeudet. Ich wollte eigentlich nicht die zwei drücken, aber... Ja, ich spiele jetzt mal ohne Maus. Ohne Tastatur. Und ja, mal schauen, wie das ist. Ja, leider machen es bei diesem Charakter alles die... Ding. Oh, das kann man sogar noch ziehen. Cool. Die Pets machen viel halt. Aber, ja, das kann ich dann mal später machen. Oh, ein großer, das ist der Rächer, glaube ich, oder? Dann werden die anderen groß, wenn man sie in der Niederlage stehen. Oder einer stirbt, oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Und hier sind wieder ein paar Skelettis, die aufwachen. Irgendwie wird ihnen das Fleisch rausgerissen. Also weggerissen, nur noch die Knochen. Denn dann die Seele irgendwie korrumpiert. Dass sie böse werden. Aber frag mich nicht, ich habe zu wenig Ahnung von Reap of Souls, weil ich natürlich nichts mir anhöre oder so. Aber
Aber ich spiele ja das Spiel ja nicht, um irgendwie Geschichtsstunde anzuhören, sondern um Spaß zu haben, Action zu haben und so. Aber nebenbei, ja, also natürlich interessiere ich mich für die Geschichte oder so, aber nicht für die Grundsätze. Wieso ist denn das? Wieso ist denn das? Und ja, weshalb das? Ja, das habe ich einfach zu wenig Zeit und so. Und ich will ja auch ein bisschen vorwärts kommen und ihr wollt ja auch viel Fortschritt sehen. Aber eben, wenn ihr mal Geschichte selber denkt, kauft euch das Spiel. Es ist nicht allzu viel teuer. Ich glaube 13 Euro habe ich gesehen. Diablo 3 und Triple Souls irgendwie 35 Euro oder so. Also für so viel Spielspaß. Also diese Action-Rollen-Spiele haben immer so extrem lange Spielspaß. Die halten einem dran. Und ja, für so viel ist es eigentlich wenig. Und man bedenkt, auf der Konsole kosten Spiele manchmal 70 Euro. Das ist auch ein Grund, wieso ich eigentlich nie eine Konsole habe, nicht mehr. Früher hatte man zum Beispiel auf dem Super Nintendo hat man Spiele für 15 Euro bekommen. Und da waren sie noch hochwertiger, da waren sie kleine Schätze, also so richtige, wie sagt man denen? Ja, Prunkstücke. Die waren riesig, diese CDs, Konsolen, Disketten. Die waren gigantisch und die hat man schön so ins Regal gelegt oder so. Das war noch richtig gut. Heutzutage nimmt man Handy raus, kann man alles spielen. Ich finde das irgendwie sehr schade. Also, dass die Evolution, also die Entwicklung der Unterhaltungsmedium so irgendwie in die falsche Richtung gehen. Hey, ich will einen Full HD Monitor und nicht ein kleines Handy Monitörchen. Ich will Luxus. Ich will kein Mini-Format. Und dann plötzlich gibt es nur noch Brillen. Also es gibt ja eigentlich nur noch Brillen jetzt. Also schon Brillen. Und die werden so extrem gehypt, dass es bald nur noch Brillen gibt. Und da bedenkt man, für was muss man denn noch ein Fernseher kaufen, für was noch ein PC, wenn diese Kack-Entwickler die ganze Zeit diese auslöschen, also, ja, in den Ruin bringen. Da fühlt man sich richtig so verarscht. Es gibt keinen Cool-Level, es gibt einen Cool-Level, ab der nennt sich Rift und ist sehr, sehr zufällig. Ah, falsche. Das da, ja. So. Habe ich überhaupt... Nein, ich habe die Tastatur nie gedrückt. Ah, doch, durch Alt. Aber das ist ja jetzt wirklich sehr wichtig, dass ich manchmal Alt drücke. Oh. Ein Bubbel. Bestrafer. Bestrafer Gottes. Ich bin die Strafe, ich bin die Faust Gottes. Und hättet ihr nicht so viele Sünden begangen, so hätte ich nicht über euch richten müssen. Genghis Khan. Warum ich hier bin. Der Schatz des Zirkels befindet sich hinter dieser Tür. Das bringt überhaupt nicht mehr, diese Kackteile zu öffnen. Das ist ganz anders bei Silverfall, das ich momentan spiele, ist auch ein Action-Rollenspiel. Dort öffnet mal eine Kiste und die zerstört die nächsten Kisten so durcheinander und dann sieht man überall Gegner. Items am Boden und die haben es noch in sich. Aber bei Blizzard muss man natürlich alles negativ sehen, was diese Scheißsucht ist da. Immer fabrizieren, ausnutzen und so. Lass doch diese Scheißsuchtis in Ruhe und wer die Items von Scheißsuchtis annimmt, ist halt selber dumm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt Suchtis und es gibt Scheißsuchtis und die Scheißsuchtis sind die, die jede einzelne Schlechtigkeit, Nichtigkeit eines Spiels ausnutzen, um vorwärts zu kommen, um natürlich noch süchtiger zu werden und dann plötzlich sagen sie, oh, ich habe ja alles fertig, ich habe nichts mehr zu tun, nächstes Game. Da denkt man einfach, wie dumm kann man da sein. Es ist ja wirklich mal... Ihr seid wirklich selber schuld.
ihr sucht ist, ihr Scheiß sucht ist, wenn ihr Spiel so schnell durchspielt und dann meint, ihr habt nichts mehr zu tun. Dann macht ihr eigentlich euren Spielspaß selber zunichte. Und dann gibt es die Sucht, die suchten einfach. Zum Beispiel gibt es in Diablo Form gibt es ein paar Leute, die einfach die ganze Zeit suchten, also spielen. Aber die spielen normal. Die wollen irgendwas erreichen, die wollen Spaß. Die bauen zum Beispiel ja 5 Millionen Schattenbilds oder irgendwie Hardcore-Builds, alles auf Offensiv oder so. Und das ist die gute Seite von Diablo 3. In Diablo 3 kommen auch sehr viele Builds, machen natürlich ein paar vor Exile auch mehr, also viel mehr. Und man kann natürlich ohne Nachteile wieder umskinnen oder so. Und das finde ich recht gut bei Diablo 3 gemacht. Und ich werde immer wieder von diesen scheiß Schnaken gestochen. Bei mir ist es so. Also, bei meinem Vater ist es so. Also ich sage jetzt meinen Vater als Beispiel. Er wird gestochen und dann macht's kommt eine riesige Blase. So. Also ja, eine normale, natürlich wie jeder Mensch eigentlich so hat. Bei mir ist es so, ich werde gestochen, es macht mir weh. Nach 10 Sekunden ist alles vorbei und passiert nichts. Da denke ich einfach mal, frage ich mich, wie ist das möglich? Vielleicht ist es einfach, weil ich gute Abwehrstoff habe oder so. Oder irgendwie, dass ich immun gegen das Gift bin. Die machen ja so ein Gift rein. Also wenn sie das Blut aussagen, initiieren sie automatisch noch Gift hinein. Und dieses Gift macht mir irgendwie nichts. Oder ich bin einfach der Oberpro, der Obobaba. Und bin immun gegen Gift. Ja, nein, weiß es nicht. Also ich find's cool. Und praktisch. Und ja, dann nerven mich zwar die Mücken, weil es halt auch ein bisschen weh tut, aber man bedenke in Tansania, Uganda und so, da hat es Moskitos, die tausendmal schmerzhafter sind. Da fühlt man sich bei einem kleinen paar Mückchen wirklich nicht gestört. Aber eben, wenn man ein bisschen Let's Plays aufnimmt und so, dann sind die Emotionen ein bisschen größer. Dann sage ich natürlich, scheiß Mücken, ihr nervt. Und ich werde schon wieder gestorben. Aha. Da kommen immer wie mehr. Und irgendwie machen die 0 Damage. Zwar 6000 Damage, aber das kratzt mich kein Bonchen. So, ah, da ist nichts drin. Aha. Also, eben. Man kann froh sein, dass wir in Mitteleuropa leben. Oder wenn ihr von irgendwo anders schaut, dort halt. Man kann wirklich froh sein. Bedenkt einfach mal diese Opfer, die zum Beispiel dieses, wie sagt man dem? Nein, Tetanus ist es nicht, das andere. Ja, ich weiß, diese Krankheiten, diese schlimmen, zum Beispiel Lähmungen und so. Was das bedeutet, vor allem wenn man so, ja, so ehrgeizig ist wie ich zum Beispiel und natürlich leben will und gesund sein will und so. Lady Victoria, die hat einen Fluch gehabt und ist jetzt zu einer Succubus geworden. Und wir haben sie erlöst. So, Morten der Stülpchen. Aha, aber wieso Stulpen? Das sind Stulpen, nicht am Fuß. Die Musik hat irgendwelche Probleme. Tönt so wie in einer Fabrik. Oder an einem Hafen.
Und irgendwie ist dieses Level so extrem endlos. Man kommt einfach nicht weiter. So, jetzt setze ich mal wieder Fähigkeiten ein, sonst ist das ein bisschen zu langweilig. Und wir haben ja Level 69 geschafft. Ach, ich sei zu zäh, ihr Schildwachen. Eigentlich müsste ich den Laser gar nicht mehr ausweichen, aber ich muss trotzdem. Weil ich natürlich auch ein bisschen Challenge haben will. Weicht allen Lasern aus. Für mich ist, ja, ich bin es wahrscheinlich einfach zu gut gewöhnt oder so. Ich finde die meisten Spiele einfach zu leicht. Nicht von den Gegnern her. Ja, wenn sie mehr Leben haben, ich fühle das jetzt nicht so als leicht, sondern einfach die Spiele, also man wird als Spieler zu wenig gefordert. Man läuft einfach durch und muss eigentlich nie auf den HP-Balken achten und so. Natürlich machen später auch die Monster mehr Schaden, aber nie so viel Schaden, dass man irgendwie die ganze Zeit Heiltränke schlucken müsste. Also, dass man mehr Heiltränke schlucken müsste, als man findet. Was doch eine gute Challenge wäre, ich spiele einfach mal einen neuen Charakter und spiele ohne Fähigkeiten. Also ich werde keinerlei Fähigkeiten kriegen oder ich werde keinerlei abgelbe Items tragen. Mal schauen, wie weit ich komme. Natürlich werde ich irgendwann scheitern, das ist klar. Aber einfach mal schauen, wie weit kommt man denn ohne Fähigkeiten, ohne Items und so. Oder einfach mal das Anfangsschwert oder so benutzen. Also die Anfangswaffe. Und nie wechseln. Das wäre doch mal was. Das kann ich auch mal machen. Aber ich weiß es nicht, ob das genug spannend für euch ist innerhalb von eines Let's Plays. Oder einfach als Video. Ich könnte das dann im Livestream machen. Ich habe ja Livestream angekündigt, aber leider habe ich nichts Gutes, kein gutes Livestream-Aufnahmegerät. Ohne zu zahlen. Ich möchte einfach noch nicht zahlen so. Und ich warte eben noch auf Shadowplay, dass es endlich mal für alte Grafikkarten, zum Beispiel GeForce 260, die ich habe, verfügbar ist. Ja, Google Plus hat ja Hangout, das ist der größte Quatsch. So eine schlechte Qualität habe ich noch nie gesehen. Und irgendwie sehr schwer zum Handeln. XSplit und so andere Sachen sind halt auch eher für Leute, die bezahlen. Und deshalb denken, ja. Ich würde ja gerne bezahlen, aber erstens habe ich eine limitierte Kreditkarte noch. Also ich kann nicht so viel ausgeben und ich gebe schon für den Server eigentlich fast alles aus. Und ja, es ist momentan am Stocken ein bisschen, das Livestream. Also es wird nicht weitergehen, es wird nicht wiederkommen, eigentlich solange ich nicht ich nicht mehr Freiheiten bei der Finanzierung habe, weil was es so für Leute bei uns in der Umgebung gibt, die nichts machen, aber einen wichtigen Job, wie zum Beispiel mir haben, als Vormund, oder? Weil ich ja krank bin und alles mögliche und halt nicht so viel Zeit habe, um ihm tausende Rechnungen und Löhne zu, also Dinge, nicht Löhne, Steuern zu zahlen und so. Übernimmt das für mich jemand. Und mit der habe ich momentan Streit. Und deshalb ist sie momentan stumm wie ein Brot, wie ein Stein. Und deshalb komme ich momentan nicht weiter. Ich habe Geld, das ist klar, aber nicht im Internet. Weder über Kreditkarte noch über Handyzahlung oder Rechnungszahlung habe ich Geld. Fürs Internet und vor allem international möchte ich momentan nicht so viel Geld ausgeben, weil das natürlich sehr viel Mehrwertsteuer und Zollgebühren und alles mögliche. Ich weiß jetzt nicht, wie das, also ich komme mit Geld überhaupt nicht raus. Darum habe ich auch
sie angenommen damals. Aber das war mal noch, als ich noch keine Videos gemacht habe. Und läuft bis jetzt einfach gefreest. Jo. Na, wenn ich hier frage, wieso ich kein Geld im Internet ausgeben kann, darf oder es mir einfach nicht gegeben wird, dann sagen sie, ja, du musst aber auch keinen Server anbieten für die Kollegen und so. Hey, es sind meine Kollegen und die haben auch etwas von mir verdient. Und ich will es ja selber, ich mache es ja auch für mich selber. Und was ist so schlimm, wenn man im Internet mal irgendwas bezahlt oder so? Es ist so gefährlich, oder ist es auch nicht, also. Bitte. Irgendwie geht das Level immer noch weiter. Gehen wir mal hier runter. Also, wenn das Level endet, bin ich wahrscheinlich Level 70. Und dann geht ja das Paragon-Level los. Aber da es nicht so weltbewegend ist, wenn ich die Paragon-Levels mache, werde ich einfach den Barbar, wenn ich Lust habe, aufnehmen und weitermachen die Paragon-Levels, weil die sind ja für alle Charaktere. Und das kann ich nicht verhindern oder so. Ich würde gerne mit dem Barbar euch alle Paragon-Levels zeigen, aber ja, wie ihr seht, gönnt uns das Blizzard nicht. Und sie haben im Oktober 2012 angekündigt, sie machen einen Offline-Modus. Und haben es nie gemacht. Oh, Sicherheit. Sicherheit. Was ist daran Sicherheit? Sicherheit ist das, dass die Spieler ohne gute Internetverbindung nicht lagfrei spielen können. Und Blizzard Server die ganze Zeit rumspacken. Also jetzt um 4 Uhr geht alles gut, natürlich. Zockt auch niemand fast. Also Suchtis. Ah, ich habe Suchtis vergessen. Stimmt. Also für mich, also es wird ja immer gesagt, die mehr als 2 Stunden pro Tag spielen, die sind Suchtis oder so. Für mich sind die noch lange nicht Suchtis. Für mich sind Suchtis erst, wenn man nicht mehr vor dem PC weggehen kann, wenn man aufgefordert wird oder irgendwelche Termine versemmt, weil man nicht auf die Uhr schaut oder so inmitten von Gamen. Dann ist man süchtig. Und es ist wirklich manchmal eine Schweinerei, dass so viele als Suchtis beschimpft oder bezweifelt werden, obwohl es eben nicht stimmt. Okay, betrete die zweite Ebene des Pesttunnels. Ach ja, ich will noch kurz schauen, ob wir komplett fertig sind oder nicht. Ich denke schon, wo ist denn der Ausgang? Ist das die Gilde Jungas? Hallo? Und wo ist der andere? Es gibt doch noch einen, oder? Nein, Gilde. Ah ja, Gildiongasse, dann Friedhof, stimmt. Ich bin falsch. So. Jetzt. Also einfach durchlaufen. Hier ist jetzt nicht so viel Spannendes. Was? Händchen? Ah, hab ich. Habicht nicht. Giftpfeil brauchen wir nicht. Schon wieder müde. Hm. Zombie-Angreifer, das ist unsere. Aber dann haben wir kein Magic Fan mehr. Nö, nicht nehmen. Ist auch nur 8%.
Das ist doch nichts für triviale Helden. Da muss schon 20% sein. Es gibt noch ein Unique oder ein Set Enten, was den Damage von beschworenen Kreaturen nochmals erhöht. Glaube ich auch um 20%. Aua. Eine recht coole Falle, aber die passt eher so in Richtung Zelda. Da gibt's, glaube ich, diese Fallenarten auch. Puh, habe ich schon lange nicht mehr Zelda gespielt. Ich könnte mal irgendwie ein Zelda spielen über einen Emulator oder so, weil ich natürlich kein Zelda habe. Keine Konsole, keine Nintendo-Konsole. Euer Untergang ist bei allem, was heilig ist. Was ich dann vielleicht mal spiele, ist das Dynasty Warriors Zelda, was da mal erscheint irgendwann. Weil ich mag Dynasty Warriors. So, richtig fette Action. Und ich werde die ganze Zeit eingefroren. Also jetzt ist fertig. Jetzt kommt ihr raus und tötet alles klitzeklein und... Also eben, Zelda kann ich wirklich auch mal spielen. Ich bin, ja, relativ gut. Aber eben, zuerst müssen mal die Fans das wirklich wollen. Oder ihr. Und, ja, dann kommt's. Aber eben, ich wäre dafür, wenn wir mal Zelda Let's Playen. Aber eben, weil es nicht so viel Erfolg... Ja, möchte ich es nicht unbedingt machen, weil sonst verschwindet es wieder in meinem Account-Tiefen. Und, wird nie geschaut. Das mag ich einfach von YouTube nicht, dass man, dass diese Videos dann nicht mehr so gut gefunden werden oder auch nicht mehr geschaut werden. Das finde ich nicht so gut von den Leuten, die sich halt immer auf aktuelle Videos befassen, nicht schon vergangene. Ihr müsst mal mein erstes Video schauen. War auch 180p, 1080p und war jetzt nicht viel schlechter als die heutigen. Also natürlich die Stimmqualität und da war ich noch ein bisschen depressiv. Ein echter Volltreffer. Hatte nicht so eine Stimme, die motivierend war. Aber ja, jetzt ist ja alles gut wieder. Jetzt bin ich schon fast das Gegenteil von depressiv. Überhastig, übermütig. Keine Ahnung. Überrednerisch. Quasselstrip. Non-stop-Redner. Und wir haben immer noch kein Unique gefunden. Irgendwie hat Blizzard mit einem Hotfix oder so diese Stunde 30 Minuten Barriere aufgehoben, dass man ja per Zufall mal längere Zeit kein Unique findet. Und ich habe mal 3 Unique auf einmal gefunden, also so schwer zum Unique finden ist nicht. Und diese Musik, die treibt mich in den Wahnsinn. Oh mein Gott, was ist denn, was war denn das? Blizzard, bitte. Das Orchester der Qualen. Welche Producer oder irgendjemand war da beim Herr der Qualen? Oder Herrin der Qual? Genau, Herrin der Qual. Das ist Andariel, glaube ich, oder? Nein, Lilith ist ja kein Herr. Herrin. Autsch. Ich konnte nicht weggehen. Nee, nee. Hallo, stirb doch endlich, du. Bist du fett? Ich muss dich mal ein bisschen lockern, bisschen weich machen. So, endlich. Solche Gegner nerven einfach auf hohen Schwierigkeitsgraden. Da muss Blizzard unbedingt noch was machen. Und diese Ratten nerven mich auch die ganze Zeit. Oh. Blöde Sackgasse fallen.
so. Also momentan ist Diablo 3 wirklich mein Hauptprojekt. Ich wollte eigentlich heute nicht aufnehmen. Ich wollte ein bisschen pausieren, ein paar für Exile zwischenschieben. Aber ja, jetzt ist natürlich die Motivation wegen dem Kaltewellstein und wegen dem Level 70 das erste Mal nach Ross hat höher als Path of Exile. Und Path of Exile kann man immer wieder spielen. Und da brauchen wir auch noch viel länger. Knochen drohen, diese Stadt zu verschlingen. Aber eben, wenn ihr es wünscht, dass mehr Path of Exile kommt, dann dürft ihr das wünschen. Und heute, gestern Abend, hat jemand gewünscht, dass ich Medieval 2 wieder Let's Play, also Conquer the World. Und ich werde es wieder weiter Let's Playen, also es geht weiter. Und da muss ja jetzt nicht mal so viel gesagt werden. Er hat viel gesagt und das hat mich überzeugt. Und ich tue sowieso gern solche Spiele spielen. Dann werde ich das weitermachen. Mal schauen, wie gut ich noch bin. Nein, ich bin... Also ich habe eigentlich nicht viel vergessen. Ich vergesse so Games eigentlich nie. Ich weiß immer noch, was Zelda A Link to the Past, was ich am Anfang für Probleme hatte. Ich hatte einfach diesen Busch nicht... Also ich hatte nicht gewusst, dass man Büsche aufnehmen kann. Krüge. Ja, klar. Wusste ich, dass, dass man die auf als kaputt machen kann. Aber dass man Büsche aufheben kann und wegwerfen kann, wusste ich damals noch nicht. Ich war 4,5 Jahre alt und völlig überzeugt von diesem Spiel. Ich war stundenlang am Erkunden in so einem kleinen Gebiet. Das mache ich heute mit einer 80 Kilometer großen Welt, ja. Aber nicht mehr mit einer 80 Meter großen Welt. Aber ich war immer wieder am Erkunden, habe Scheißdreck mit den Wachen gemacht und alles Mögliche. Und dann hat mein Vater gesagt, man kann Büsche aufheben. Und ich war damals irgendwo weg und habe da nicht spielen können. Und dann hat er einfach mal weitergespielt bis zum Ostpalast und hat dort ja, allerhand Zeich gemacht. Hat er immer gesagt, oh, so riesen Kugel kommen auf mich zu und so. Richtig coole Fallen, das erinnert an Indiana Jones, er ist ein Indiana Jones Fan. Und ja, das war richtig cool. Also dazu hatten die Games, auch wenn sie sehr schlicht waren, extrem viel, ja, die Spiele waren halt damals noch nicht so verwöhnt, oder? Heutzutage lacht man eigentlich über gute Grafik oder über irgendwas, über gutes Spieldesign, da lacht man einfach und spielt ein Game eigentlich nicht mehr länger als 3 Monate oder so. Eco-Shooter spielen die meisten sogar nur noch 2-3 Stunden und dann hören sie auf. Irgendwie schade. Ein Spiel wirklich Anerkennung zeigen, das klappt heutzutage nicht mehr. Oh scheiße. Da war ich festgehalten worden. Millionen, okay, geht. Überlastet. Streite bewahr. Weg da. Ach, weg da. Weg da. So. Jetzt. Die Trefferchance ist schon cool. Nehmen wir. Auch wenn wir jetzt weniger Abklingzeiten, also längere Abklingzeiten haben. Giftfähigkeiten. Das ist besser, aber hat keine Resistenzen. Das ist wieder so ein Kopf ohne Sockel.
Okay, schade. Ah, die Portale sind jetzt weg. Okay, da gehen wir zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. So, Dilly. Hätte nie gedacht, dass ich in die Stadt zurückkehren würde. Aber dank euch ist es jetzt sicher genug, dass ich meinen Laden wieder aufmachen kann. Jo, bitte sehr. Helden sein ist doch cool. Ich habe so einen Traum. Ich hätte was wirklich Gutes gemacht für alle Sträflinge und so. Nämlich, es ist klar, wenn man mal bestraft wird und alles bereut oder so und einfach irgendwie in ein langweiliges Gefängnis geschickt wird, was hilft das dem? Also, ich fände es doch besser, wenn den Gefangenen geholfen wird. Sie wenden einfach in ein Areal, das natürlich abgesperrt ist und riesengroß ist. Halt die Fresse bitte, Lindon. In ein riesen Areal und werden einfach ausgesetzt ohne Nahrung ist schon dort, aber alles müssen sie selber machen, also so eine Art Survival-Ebene. Und je nachdem, wie sie sich benehmen, werden sie geholfen, werden für, also als erstes natürlich verarztet oder so, wenn sie mal verletzt sind oder irgendwelche Krankheiten haben oder ihre Resistenz oder so wird ein bisschen gesteigert und später dann ja mit einem TV, also mit Stromanschluss und so, aber dass man wirklich seine eigene Hütte bauen muss und alles mögliche, das wäre doch viel besser, aber ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen teuer. Aber das wäre es doch, also irgendwie stinkige Kerker. Ich habe das schon immer verneint. Weil die Menschen lernen es am meisten, wenn sie es erblicken, erahnen und so. Weil heutzutage fühlen sich die Menschen schützend genug, um irgendwie Blödsinn zu machen. Wenn sie wirklich mal um ihr Leben kämpfen müssten, dann würden sie auch